des Fünfkampfes bei den Damen geht natürlich weiter. Ines Krause hat vorhin gerade 1,75 gerissen. Das ist Svetlana Buraga aus Weißrussland. Auch sie bei 1,75 schon mit den ersten Problemen. Eine, die aber hier gewinnen kann, WM-Dritte von Stuttgart. Der Fünfkampf steht übrigens zum ersten Mal auf dem Programm hier bei diesen Hallen-Europameisterschaften. Auch das so etwas wie eine Premiere. Und es ist gut so, dass die Fünfkämpferinnen nicht nur im Freien draußen mit dem Siebenkampf ihre Auftritte haben, sondern dass ihnen auch Gelegenheit gegeben wird, im Winter in der Halle zumindest um Titel zu kämpfen. Bei den normalen Meetings starten sie in den einen oder anderen Disziplinen, in denen sie stark sind oder wenigstens einigermaßen mit den Spezialistinnen mithalten können. Ansonsten haben sie natürlich auch in der Halle wenig Wettkampfmöglichkeiten. Jürgen Müller, Mikhailova, 1,75 und das war schon etwas knapper. Das ist so die kritische Höhe bei den Mehrkämpferinnen, 1,75. Man kann nicht alles an einer Irina Bielova messen, die mal 1,93 gesprungen ist. Hier beginnt das große Sieben. Im Fünfkampf geht es übrigens dann noch weiter mit dem Kugelstoßen der dritten Disziplin und dann am Nachmittag mit den weiteren Disziplinen im Rahmen des Fünfkampfes zum Schluss der 800 Meter Lauf um genau 18 Uhr. Ich weiß nicht, Sigi, ob du es schon gesagt hast, natürlich Sabine Braun und Birgit Claudius hier nicht dabei, aber das ist ja durch die Presse gegangen, das wissen unsere Zuschauer auch. Das wird dann noch drastischer beim Mehrkampf der Männer. Wo auf der Verletztenliste, was die deutschen Mehrkämpfer angeht, schon gar kein Platz mehr ist. Das war Rita Inanski, die Ungarin, deren Stärken natürlich im Hochsprung liegen. Sie muss da Punkte sammeln und sie hat natürlich noch riesiges Potenzial. Sie kann 1,85, 86 springen und 1,75 sind für sie natürlich noch nichts im Augenblick. Auch eine interessante Mehrkämpferin, auch sie ist zur erweiterten Weltspitze zu rechnen, die Rumänin Baibianu nach Iliana Lastase, die zweitbeste in ihrem Land. Und ja, wir machen, verehrte Zuschauer, unsere erste kleine Unterbrechung nach der ersten Stimmungsaufnahme hier aus Paris-Bercy von der Halle Omnisport. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Ottilie Lesage aus Frankreich, die mal zwischenzeitlich Weltrekordhalterin war, aber jetzt ist die Marke von Irina Bielova in Regionen geschraubt worden, wo die Französin doch nicht mehr ganz mithalten kann. 1,75 müsste normalerweise aber noch in ihrem Leistungsvermögen liegen. Irina Bielova hat ja knapp 5000 Punkte in der Halle erzielt, 4991 Zähler, das ist das Maß der Dinge und das war vor 2 Jahren in Berlin. Dabei ist sie da noch eine schwache Hürdenzeit gelaufen. Nächste ist dann die Finnin Ratia. Gegnerinnen, um das zu sagen, haben noch 5 Runden vor sich und da zieht Beate Gummelt einsam ihre Bahn, damit sie da keine Befürchtung hegen. Also sie ist ungefährdet und ich habe auch nicht gesehen, dass sie in irgendeiner Form schon verwarnt worden wäre. Dann hätte sie auch den Gang rausgenommen. Das war zwischendurch. 1,75 gerissen für die Finnin Tiina Ratia. Das war der erste Durchgang im Rahmen des Hochsprungs bei den Fünfkämpferinnen. Ein bisschen fehlen die ganz, ganz großen Namen. 2, 3 sind es, die hier an diesem Wochenende am Start sind. Schillerndste Figur, ganz sicherlich
Colin Jackson, der Hürden-Weltrekordmann aus Großbritannien. Schade, dass Leute wie Linford Christie hier auf einen Start verzichtet haben. Die Deutschen haben vor allem hier ein großes Feld nach Paris entsandt. Das ist die Französin Tepp, die 1,78 Meter gerissen hat. Zweiten Versuch. Nächste wird dann Ines Krause sein, die erfreulicherweise noch dabei ist bei 1,78. Das ist, ja, das geht in den Bereich ihrer persönlichen Bestleistung, wenn sie diese Marke jetzt noch überspringt, die Chemnitzerin, die nach dem Nichtantreten von Sabine Braun und Birgit Klarius sicherlich die aussichtsreichste deutsche Starterin ist. 1,78 Meter. Hatte über die Hürden eine Zeit von 8,38 und das ist ihre Bilanz in dieser zweiten Teildisziplin. Das Resultat des ersten Vorlaufes über 60 Meter. Wie gesagt, Michael Rosves und Oleg Kramarenko, der sich doch auf den letzten Meter noch am Kriechen vorbeischieben konnte, sind damit sicher im nächsten Durchgang. Trennt sich die Spreu vom Weizen wirklich draußen erst so ab 60 Metern. Und jetzt geht es nochmal kurz zum Odile Lesage aus Frankreich. Zweiter Versuch, 1,78 Meter. Diese Höhe haben genommen Ludmila Mikhailova, dann Rita Ivanci und Larissa Tuczynskaja. Auch keine Chance im zweiten Durchgang. Auch Ines Krause ist bereits beim ersten Anlauf gescheitert. Und ich will nochmal auf die Hürden kurz eingehen. Ines Krause hatte eine 8,47, also keine 30er Zeit. 8,47, 1024 Punkte bekam sie. Die schnellste war Liliana Anastase, 8,16, 1093 Punkte. Die Polin Wodacik, 8,26, das sind 1070 Punkte. Und dann eine Ballung zwischen 8,38 und 8,55. Die beiden französischen Mehrkämpferinnen rechnen sich durchaus Chancen. Zweiter Teil der 23. Europameisterschaften in der Halle. Ein paar Wettbewerbe sind noch am Laufen, unter anderem der Fünfkampf der Frauen. Larissa Tuczynskaja, ehemals Nikitina, die nach drei Disziplinen, nach den 60 Meter Hürden, nach dem Hochsprung und nach dem Kugelstoßen in Führung liegt und die im ersten Versuch sehr gute 6,50 Meter in die Grube gesetzt hat. Sie, die in Stuttgart aufgeben musste nach dem Speerwerfen. Davor war sie 2 Jahre gesperrt. Das war gerade dieses Jahr, wo sie dann wieder frei gegeben wurde. Aufgrund eines Dopingvergehens musste sie 2 Jahre zuschauen. Nun also unter neuem Namen Larissa Tuczynskaja. Aber eine Favoritin, das ist ihr Ehemann und Trainer. Im Moment in Weitspringen, also dieser speziellen Disziplin, auf Platz 2. Denn 1 Zentimeter weiter ist ihre im Moment härteste Rivalin Rita Ivanci aus Ungarn gesprungen. Ganz kurz dazwischen gefügt, was noch läuft. Qualifikation im Hochsprung der Damen. Und dann gibt es um 16.30 Uhr die offizielle Eröffnung dieser Hallentitelkämpfe. Und dann geht es allmählich so richtig zur Sache. Mit Finals im Weitsprung und den Abschluss bilden an diesem Abend, sondern also am Nachmittag, die 60 Meter Hürden, die 60 Meter der Männer, nicht die Hürden, auch wenn Colin Jackson hier als großer Favorit mit am Start sein wird. Bis dahin wünschen Ihnen mein Kollege Dirk Thiele und Sigi Heinrich beste Leichtathletik
Unterhaltung. Was nicht ganz einfach sein wird, weil der Zeitplan tatsächlich etwas gedehnt ist. Heute Vormittag war es schon sehr, sehr schwierig. Und da haben uns die Mehrkämpferinnen fast allein unterhalten. Sie wurden begleitet von einigen Qualifikationen und Vorläufen, die aber auch nicht so hochkarätig besetzt waren, weil die Felder nicht so dicht sind. Urbankova, die Tschechin, liegt zurück. Ich meine, der Mehrkampf, der das erste Mal offizieller Bestandteil von Halleneuropameisterschaften ist, dieser Mehrkampf ist schon ganz gut besetzt mit Larissa Toczynskaja, Nikitina, mit Ursula Wodarczyk aus Polen, mit Petra Rajedanu aus Rumänien, Liliana Nastase, muss man nennen, für Deutschland startet die Chemnitzerin Ines Krause als einzige, weil auch im Frauenbereich der Mehrkämpferinnen der Verletzungsteufel zugeschlagen hat. Sabine Braun hatte ihre Ansprüche nicht angemeldet. Falls Sie sich jetzt erst einblenden, ein ganz kurzer Abriss dessen, was heute schon passiert ist. Im Stabhochsprung gab es die Qualifikation, im Stabhochsprung der Männer. Das darf man jetzt in diesem Zusammenhang natürlich auch betonen, denn mittlerweile sind ja auch die Damen im Stabhochsprung aktiv, wenngleich noch nicht offiziell hier bei diesen Europameisterschaften. Da gab es nichts Gutes zu vermelden. Aus deutscher Sicht gesehen, Michael Stolle und auch Team Lobinger scheiterten bereits an der Qualifikation. Aber es gab auch Positives, nämlich Martin Ammann übersprang sehr souverän eigentlich die 5,50 Meter, die Qualifikationshöhe. Die 60 Meter der Männer, da gab es eine klasse Zeit durch Colin Jackson mit 6,57. Mark Blume auch in der nächsten Runde, der deutsche Meister. Petra Vajdanu, in der Zwischenzeit hat sich Rita Inanci um einen Zentimeter verbessert, jetzt 6,52 Meter. Da könnte sie möglicherweise mit dieser Leistung sogar bei den Spezialistinnen heute Nachmittag mitspringen. Vajdanu, die auch in Stuttgart bei den Weltmeisterschaften am Start war, die auch dort im Weitspringen Anlaufprobleme hatte und das Gleiche muss sie hier in Kauf nehmen. 5,96 Meter hat sie zu stehen. Zweiter Versuch ungültig. Auch die Mehrkämpferinnen haben drei Versuche. Natürlich werden die Französinnen hier in Paris-Bercy besonders angefeuert. Odile Lesage ist die nächste. Aber zu diesem Zeitpunkt sind auch in erster Linie Spezialisten und dann Kinder in der Halle. Man hört es auch in den hellen Stimmen. Nur die Mehrkämpferinnen können diese Art Unterstützung wirklich ganz gut brauchen. Und im Moment, wenn man alles in Relation setzt, vieles geht ja noch nicht zu vergleichen, weil die Europameisterschaften die 23. gerade erst begonnen haben. Aber die Mehrkämpferinnen zeigen gute Leistungen. Und wenn es in den anderen Disziplinen so weitergeht, dann wollen wir schon zufrieden sein. Wir haben ja unsere Befürchtungen, denn von den Topstars sind lediglich Colin Jackson und Heike Drechsler am Start. Viele, viele haben so eine Art Zwischenpause oder ein Zwischenjahr eingelegt und sind hier nicht am Ablauf. Das muss man in der Tat auch jedem Athleten überlassen, aber wir fügen das gerne oder gerne gestrichen noch einmal an. Diese Halleneuropameisterschaften scheinen in eine leichte Krise zu schlittern, weil schlichtweg die Motivation für die Athleten, für die Spitzenathleten nicht mehr vorhanden ist. Und wenn dort keine materiellen Reize gesetzt werden, dann wird sich das auch nicht verändern. 5,66 Meter für die Französin Odile Lesage. Und das ist die Chemnitzerin. Das ist Ines Krause, die mit 6,47 über die Hürden begann, dann 1,75 Meter hochsprang und 13,55 Meter die Kugel weit wuchtete. Im Moment ist sie siebte. Ich denke mal, das ist eine durchaus gute Platzierung für sie, die ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte und immer im Schatten einer Sabine Braun oder Birgit Klarius oder Peggy Beer oder auch Beatrice Mau stand. Beatrice Mau, die jünger ist, aber vom gleichen Club kommt. Der Mehrkampf war immer ein Aushängeschild der deutschen Leichtathletik, generell bei den Frauen und bei den Männern. Und Ines Krause muss nun hier versuchen zu retten, was zu retten ist. Aber wie sie nach der Landung quasi weiter katapultiert wird,
daraus kann man entnehmen, dass dieser Sprung nicht so sehr gelungen war und dass sie schlichtweg die Landung verpasst hat. Ines Krause braucht erst einmal einen gültigen Versuch. Der erste Sprung war ungültig. Meter, das allerdings ist gut. Und damit bleibt sie auf jeden Fall im Geschäft. Man muss davon ausgehen, dass Liliana Nastase sich noch verbessern wird. Aber vielleicht ist die Polin Maria Kamrowska-Nowak für die Chemnitzerin im Visier. Die Finnin Tiina Raatyä. Die Schar der international gutklassigen Mehrkämpferinnen ist so groß nicht. Auch sie, die Finnin, war in Stuttgart dabei, belegte in der Endabrechnung den 13. Platz. Obwohl sie sehr stabil erscheint, hat sie im Kugelstoßen nur 12,74 Meter erreicht. Das zweite Mal ungültig. Also da droht das Damoklesschwert, da droht das Ausscheiden. Ludmila Mikhailova ist als nächster in der Reihe. 8,41 über die Hürden, 1,81 hoch. Aber nur 12,02 Meter, das war natürlich viel zu wenig, wenn man sich überlegt, dass Larissa Turchitska Nikitina 15,88 Meter erreicht hat. Da hat sie viel Boden verloren und deshalb auch derzeit der 9. Platz. Aber noch schlechter ergeht es derzeit der Weißrussin Svetlana Muraga, die ja in Stuttgart Dritte war, die völlig von der Rolle ist, nur 1,72 hochgesprungen ist und derzeit auf dem 10. Platz liegt. Ganz kurz, weil wir vorhin den Stabhochsprung angesprochen hatten, die Qualifikation, das Ausscheiden von Tim Lobinger und von Michael Stolle, das Feld im Stabhochsprung, es kann sich doch einigermaßen sehen lassen, auch wenn es sicherlich ohne Sergej Bubka nur halb so lustig sein wird. Aber immerhin hat Martin Amann auch noch die 5,55 übersprungen. Ja, 6,45 und 6,43, das allerdings sind jetzt Leistungen, wo sie mit Sicherheit Boden gut machen wird, die Ludmila Mikhailova. Nächste ist die Polin Kamrowska-Nowak. Zweitbeste Kugelstoßerin mit 15,68 Metern. Bei diesem Fünfkampf hat sie ja das Pech, dass nur eine Wurfdisziplin im Programm liegt. Kann auch nicht anders sein. Beim Hallenmehrkampf, Diskus und Speer sind wohl schwerlich möglich. Diskus gehört ja ohnehin auch nicht zum Siebenkampf im Freien. Ich habe das nur auf die Wurfdisziplin bezogen. 5,89 Meter im ersten Durchgang. Suchender Blick. Steigerung möglich. Ursula Budacik ist derzeit Dritte. 5,92 Meter jetzt für ihre Landsfrau. 5,89, 5,92, unwesentliche Steigerungsrate. Berginelli aus Italien.
8,64, 1,66, 11,55. Ja, das sind Teilleistungen, da reicht es im Moment nur für den 15. und das ist der letzte Platz. Musste oder wollte jetzt auch erst einmal auf Sicherheit gehen, damit dieser Fünfkampf zu Ende geführt werden kann. Und deshalb weit vor den Balken kann man nicht sagen, aber zumindest hat sie beim Absprung verschenkt. Zumindest geht jetzt ein Sprung in die Wertung. Eines ist natürlich auch klar, ein Mehrkampf in der Halle ist wetterunabhängig, 5,62 Meter für die Italienerin, ist wetterunabhängig und es ist eigentlich sicherer. Man muss keinen oder muss sich nicht einstellen auf die Windverhältnisse. Wodacik, da haben wir die Polin, die WM-5., Olympia-8. Sie ist seit Jahren eine feste Größe im Mehrkampf, Jahrgang 65. Die sprach heute Vormittag schon von ihrer ausgesprochenen Ausgeglichenheit. Das belegen auch die bislang heute hier erreichten Leistungen. 8,26 über die Hürden 1, 81 und 14,46. Und im Weitsprung, da hat sie bislang 5,90. Das wäre ganz gut, wenn sie hier mit dem dritten Versuch hätte noch aufstocken können. Das ist schon ziemlich wichtig. Es stehen ja dann nur noch die 800 Meter aus. Beste Läuferin in diesem Feld dürfte Petra Vaideanu aus Rumänien sein. Dauert zuweilen ein bisschen lange, ehe die Weiden kommen. Vielleicht spielt sich das im Verlauf dieser Hallen-Europameisterschaften noch ein. 6,18 Meter. 6,18 Meter, damit geht dieser Versuch auch in die Wertung ein. Das heißt, dass sie ihren Platz sicherlich behaupten wird. Iliana Nastase war sehr, sehr unzufrieden nach dem Hochsprung. Nur 1,69 Meter. Sie ist nicht die geborene Hochspringerin, aber 1,80, das ist in ihrem Leistungslimit. Da war sie heute meilenweit davon entfernt, die 31-Jährige, die den Test vor 2 Jahren in Genua unter dem Dach gewonnen hat. Zweite der WM von Tokio, 91. Also eine Mehrkämpferin, die im Moment hier unter Wert weggeht, die besser ist. Aber sie macht im Weitsprung Boden gut. Im Kugelstoßen auch keine 14 Meter. Die Trainer haben hier die Möglichkeit, noch dazu, da die Reihen so lichtbesetzt sind, hautnah dabei zu sein. Sitzen in Höhe der Sprunggrube, können sofort ihre Eindrücke per Handzeichen, wie auch immer, an die Athletin weitergeben. Warten wir noch auf die Weite und dann werden wir ganz kurz unterbrechen. 6,47 Meter, ja, das ist im Bereich der Besten. Das zeichnet sie halt eben auch aus, im letzten Versuch nochmal aufzustocken. Bis gleich. In der Riesenhalle, in dieser wunderschönen Wettkampfstätte von Paris-Bercy, dem Omnisport, sind die Mehrkämpferinnen im dritten Versuch des Weitsprungs. Aro, die Finnen 5,78. Und die Reaktion macht es deutlich, eine Französin ist jetzt wieder an der Reihe. Nathalie Tepp. Bestplatzierte 1,78 im Hochsprung 8,54, 13,14.
Kuh stoßen. Das ist auch nicht ihre Welt, aber dieser Sprung war nicht schlecht. Dieser Sprung war nicht schlecht. Sie hat noch keine 6 Meter. Zumindest hat sie in der Anlaufgestaltung das Maximum herausgeholt. Aus ihrer Sicht hat das Brett auch sehr gut getroffen. Aber wenn eben zu wenig Dynamik da ist, dann kann es auch nicht allzu weit gehen. Ich denke mal schon, dass dieser Sprung aus ihrer Sicht gelungen war. Nach wie vor die Ungarin Nancy, die Budapesterin mit 6,52 von 6,12 Meter, das ist persönliche Bestleistung. Ganz schöner Leistungssprung von 5,71 auf 6,12 Meter. Ja, das sah auch so aus, das war ein runder Versuch. Da stimmte der Übergang, Anlauf, Absprung, auch die Landung war in Ordnung. Und das ist diejenige, die Larissa Turchinskaya Nikitina das Leben schwer macht. ...6,52 Meter für sie, 6,50 Meter für Turchinskaya. Sie liegen im Moment 22 Punkte auseinander. 2.955 für Turchinskaya, 2.933 für die Ungarin. Und ich würde mal meinen, über 800 Meter sind sie etwa gleich stark. Im Moment spricht einiges für Larissa Turchinskaya. Es sei denn, sie kann nochmal aufstocken. Sieht gar nicht so weit aus. Landet ein bisschen wie ein Sägebock. Bringt die langen Beine nicht so nach vorn, wie das sein müsste. Heike Drechsler demonstriert es ja in Perfektion. Sie hat auch so lange Beine. Aber sie hat eben die Möglichkeit, in ihrem Flug die Landung vorzubereiten. Und dennoch hat die Ungarin Rita Inanci 6 Meter 52 erreicht. Auch da sahen die Sprünge nicht viel anders aus. Das ist erstaunlich. Dass die junge Ungarin solche guten Leistungen im Weitsprung bringt. 6,57 Meter. Da hat sie tatsächlich nochmal aufgestockt. Und ich hoffe, Sie geben mir recht. Optisch waren diese 6,57 nicht nachvollziehbar. Larissa Tutschenko Nikitina mit 7.002 Punkten ist im Siebenkampfjahr Europarekordhalterin nach wie vor. Haben wir nicht vergessen. Ganz anders im Stil als die Ungarin. 1,77 Meter groß, 70 Kilogramm schwer. In Stuttgart, wie gesagt, brachte sie die Konkurrenz nicht zu Ende, sprang dort 6,36 Meter weit, das heißt also hier schon deutlich besser. 90 bis 92 musste sie sich die Wettkämpfe am Fernseher betrachten. August 92 kehrte sie zurück. Hatte im vergangenen Jahr nicht allzu viel Glück. Ich meine damit sportlich gesehen, privat sieht das sicherlich anders aus. Das wird also über 800 Meter eine ganz knappe Auseinandersetzung zwischen Larissa Turchinskaya Nikitina, die sich nicht steigern kann, 6,11 Meter, und der Ungarin, die immerhin 7 Zentimeter weiter gesprungen ist, also mit etwa 15 Punkten Vorsprung, mit etwa 15 Punkten Vorsprung wird die Russin dann in den abschließenden 800 Meter Lauf gehen. Aber noch ist der Wettkampf, besser gesagt, das Weitspringen nicht ganz zu Ende. Allerdings Dagmar Obankova aus der Tschechei hat keine Möglichkeit, viel weiter nach vorn zu rücken. Ganz exakt kommt aus Prag, aus der Tschechischen Republik. Ja, ärgerlich, aber jetzt nicht mehr zu verändern.
Tuczynskaja, Nastase auf den Plätzen 2 und 3 mit 6,50, 6,47, dann Michailova 6,45, dann Hudacik 6,33, Miss Krause 6,17, Natalie Tepp 6,12 und Urbankova, die wir gerade gesehen haben, 6,03 Meter. Das sind die Mehrkämpferinnen, die über 6 Meter gesprungen sind. Ich denke mal, auch diese Teildisziplin hat unterstrichen, dass die jungen Damen hier unter dem Dach in ihrem Fünfkampf gut drauf sind. 6,03 Meter. Nun Petra Vaidianu, die man noch nicht abschreiben darf, die allerdings nach 3 Teildisziplinen doch 100 Punkte Rückstand hat auf einen Medaillenrang. Wie gesagt, sie ist aber mit Abstand die beste 800 Meter Läuferin. Um eine reelle Chance zu haben, hätte sie aber diesen Sprung erst einmal gültig in die Grube bringen müssen und dann auch über 6 Meter. So gehen nur 5,96 Meter ein. Also sie dürfte keine Möglichkeit mehr haben, selbst mit einem überragenden abschließenden 800 Meter Lauf noch in die Medaillenränge zu kommen. Noch einmal Adeline Lesage. Die Franzosen haben ja ihre große Hoffnung oder hoffen auf Plasia, der im Siebenkampf der Herren der Favorit ist. Auch ungültig. Ja, damit ist diese Teildisziplin innerhalb des Mehrkampfes so gut wie beendet. Angekündigt wird auch schon die Eröffnungszeremonie. Und dann geht es eigentlich erst richtig los, ne, mit den Halleneuropameisterschaften. Aber wir wollen unbedingt oder wollen den Mehrkämpferinnen nicht zu nahe treten. Sie sind natürlich die Ausnahme. Das wäre ungerecht gewesen, natürlich. Aber der Programmablauf sieht nun mal vor, dass man mitten in einen Wettkampf hinein, am Ende eines Wettkampfabschnittes wie dem Weitsprung, der Mehrkampf, diese Eröffnungsfeier macht. Aber bevor die Eröffnungsfeier kommt, vielleicht nochmal ein guter Versuch von Ines Krause. Ja, war vielleicht sogar ihr Bester. 6,17 Meter bislang. Erster ungültig, dann 6,17. Nun der dritte. Meter elf, keine Verbesserung, dennoch zweimal über 6 Meter. Damit kann auch sie sich auf den 800 Meter Lauf vorbereiten, der um 18 Uhr hier gestartet wird. Zweimal ungültig bislang. Zweimal ungültig. Alles oder nichts. Top oder Flop. Mittelding. Ah ja, viel Platz war nicht mehr. Gefährliches Spiel, das sie treibt. Aber okay, sie ist Zwölfte. Hätte es nicht geklappt. Was soll's. Sie hätte sich auf den nächsten Wettkampf orientiert. Und sie wird sich bestimmt auch konzentrieren auf den Saisonhöhepunkt in diesem Jahr. Die europäische Leichtathletik feiert ihr großes Fest bei den Europameisterschaften in
Helsinki, Europameisterschaften im Freien, nicht in der Halle. Da kommt es drauf an und das sind die Titelkämpfe, die denn auch wirklich zählen und auf die sich einige der guten Athleten schon jetzt beginnen vorzubereiten. Und zu manchen passte ganz einfach eben diese Europameisterschaft auch nicht ins Trainingskonzept. Hinzu kommt, dass dort bei diesen Europameisterschaften die Landesverbände auch manches ausgleichen in finanzieller Sicht. Und dass damit andere Voraussetzungen gegeben sind. Ludmila Mikhailova. Tja, mit einer kleinen Steigerung könnte sie bei den Spezialistinnen auch schon mitmachen, die heute noch ihren Europameistertitel ausspringen. Da geht es fast bergab im Weitsprung der Damen. Da ist Heike Drechsler weit, weit voraus. Und da klafft ein richtig großes Loch dahinter. Eine elegante Springerin, die auch auf den letzten 5 Metern in der Anlaufgestaltung noch einmal beschleunigen kann und das Brett ganz exakt trifft. 6,45, 6,43. Das Weitspringen ist schon eine ihrer Schokoladendisziplinen, gar keine Frage. Aber im Kugelstoßen, dass sie mit nur gut 12 Metern zu weit zurückgefallen. Das ist nicht zu kompensieren. Da kann sie wie eine Feder hüpfen und wie eine Antilope rennen. Das ist nicht mehr zu packen. Aber 6,49 Meter, das ist nochmal eine Steigerung. Auf jeden Fall hat sie die beste Serie. Dafür kann sie sich nichts kaufen. 6,45, 6,43 und 6,49. Das spricht aber für ihre Beständigkeit, für ihre Klasse. Die Polin Maria Kamrowska-Nowak. Vor 2 Jahren in Barcelona war sie 10. im 7-Kampf. Letzter Sprung muss nicht vermessen werden, ungültig. Sowie dieser Plastereinsatz, dieser Plastestreifen von den Spikes geritzt wird, dann ist der Kampfrichter verpflichtet, die rote Fahne zu heben. Die auf Platz 15, und das ist in der Reihenfolge letzte Platz, platzierte Karin Berginelli aus Italien. Hat auch zu wenig Tempo im Anlauf. Wo soll dann die Weite herkommen? Ungültig, 5,72. Verschenkt. Die Spezialistinnen sind auch bereits im Innenraum, warten, dass die Mehrkämpferinnen die Anlage räumen, damit sie sich dann einspringen können. Und dies ist jetzt der Fall, denn die Italienerin war in der Startreihenfolge die letzte. Die 800 Meter Läufe werden dann, wie gehabt, nach Leistungsgruppen eingeteilt. Da werden wir Tuczyckaja, Inanci, Rudacik und ich nehme an, Valdiano in einem Lauf sehen. Im Moment nach 4 Wettbewerben knappe Führung für Larissa Nikitina vor Rita Inanci. Das zu den Mehrkämpferinnen Teildisziplin. Weitsprung also nach 4 Disziplinen. Ja.
Studie. In diesem Falle Odilie Lesage aus Frankreich. Ja, und vielleicht hören Sie schon im Hintergrund, Herr Dirk hat im eigentlichen Sinne die Eröffnung schon vorweggenommen, eine halbe Stunde mit den Mehrkämpfern sich aufgehalten. Und jetzt kommt der Einmarsch der Nationen, AOW. Das ist ein armseliges Bild, das kann man leider nicht anders bezeichnen. Es geht dünn zu hier. Und man fragt sich, muss das denn jetzt wirklich sein? Wir waren schon so richtig im Rollen. Und das Problem ist, man kann jetzt auch diese Eröffnung nicht mit Bildern zudecken, weil schlichtweg nichts passiert. Es werden sich nur die Spezialistinnen einspringen, währenddessen wir hier noch Zeitlupenstudien der Mehrkämpferinnen sehen. Michailova, vorher Hinanchichi. Die französische Regie lässt quasi die Springerinnen noch einmal Revue passieren. Und das ist der Stand der Teildisziplinenweitspringen. Auch in der Dichte ein wirklich gutes Resultat, keine Frage.